Unsere Dezember Top 5 startet sensationell. Lichtenberg im Angriff und einfach mal mit der Hacke versenkt von Thomas Brechler. Der Ex-Wolfsburger lässt sich nicht lumpen und beweist Killerinstinkt vor dem Tor. Der viertschönste Treffer. 114. Minute der Verlängerung. Tennis Borussia im Angriff. Erkic lässt drei Mann stehen und Kevin Kruschke fackelt nicht lange. Sensationstreffer, sensationell, sensationeller Kevin Kruschke. TBs Nummer 99 fasst sich ein Herz und entscheidet das Spiel. Nummer 3. Schwarz-Weiß Spandau im Angriff. Sascha Kado kommt an den Ball. Sein erster Abschluss wird noch geblockt, doch dann wird's akrobatisch. Sascha Kado schießt sein Team in Führung mit einem Tor, welches er und wir so schnell nicht mehr vergessen werden. Wir sind in der Top 2 angelangt. Langer Ball in Richtung von Tim Grabo. Der nimmt das Ding an und schlänzt den Ball zauberhaft in den Winkel. Zentimetergenaue Maßarbeit von Tim Grabo. Der Junge sollte Architekt werden. Wunderbar, traumhaft, einfach unglaublich. Doch das schönste Tor war ein anderes. Freistoß für Unions U16. Und die haben sich für uns was ganz Besonderes ausgedacht. John Liebelt läuft an, springt mit einer Flugrolle über den Ball und verwandelt ihn dann auch noch selbst. Diese Variante hat wahrscheinlich noch nicht mal im Training funktioniert. Aber wenn die Kamera läuft, klappt's natürlich. Vorführeffekt mal andersrum, ganz klar unser Tor des Monats.